Gut. Liebe Geschwister im Islam, wir befinden uns im 10. Jahr nach der Entsendung des Propheten, beziehungsweise wir befinden uns im 11. Jahr nach der Entsendung des Propheten alayhi salatu wassalam. Im 10. Jahr gab es mehrere sehr, sehr traurige Ereignisse. Was war das erste traurige Ereignis für den Propheten alayhi salatu wassalam? Im Rajab ist Abu Talib gestorben. Großer Rückschlag. Denn im 10. Jahr wurde auch die Muqata'a, der Boykott, beendet, der 3 Jahre gedauert hat, der bis dahin der schlimmste Schlag gegen die Muslime war, wo sie wirklich nur Blätter von Bäumen essen konnten, heute von Tieren, wo sie vollkommen boykottiert wurden, wirtschaftlich, sozial. Der wurde beendet. Und in dieser Zeit hat Abu Talib den Propheten geschützt, denn sie haben die Muslime boykottiert, weil sie sie töten wollten. Ganz gewaltig. Weil sie den Propheten alaihi salam töten wollten. Dann im Ramadan, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Abu Talib, der den Propheten geschützt hat in all dieser Zeit, und wenn man genau sieht, eigentlich 42 Jahre, circa 42 Jahre hinter ihm stand, ist auf einmal tot. Und ist ohne den Islam anzunehmen gestorben. Ein großer Rückschlag und ein sehr, sehr trauriges Ereignis für den Propheten alayhi salatu wasalam. Dann im Ramadan desselben Monats, also 2 Monate später, Rajab, Sha'ban, Ramadan, stirbt wer? Stirbt Khadija radiallahu anha. Seine Frau, die ihn immer unterstützt hat, sowohl finanziell als auch psychisch, mental. Dass sie zum Beispiel ganz in der Anfangszeit dem Propheten alayhi salam ganz am Anfang schon gesagt hat, ihm vorausgesagt hat, dass Allah jemanden wie ihn niemals in den Stich lassen wird. Sie stirbt auf einmal. Die Frau, die er so sehr geliebt hat. Dann was passiert? Der Prophet alayhi salam macht trotzdem weiter im 10. Jahr und geht nach Taif. Was passiert dort? Er wird mit Steinen beschmissen und abgelehnt. Und er sagte, dass dies der schlimmste Tag war. An einer anderen Stelle. Dann gibt es einige, die sagen, dass im selben Jahr auch Isra wal Miraj stattfand. Darüber haben wir im letzten Teil gesprochen. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Und in dem ganzen Jahr, in dem ganzen 10. Jahr, hat nur eine einzige Person den Islam angenommen. Von der die bekannt sind. Adas. Das ist dieser christliche Jugendliche, den der Prophet getroffen hat, als er aus Taif zurückgekehrt ist nach Mekka. Eine einzige Person. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wie demoralisierend schwierig das ist. Ich möchte, dass wir uns in diese Lage hineinversetzen. Wie demoralisierend und schwierig diese Situation ist. Aber der Prophet alayhi salatu macht weiter. Und in der Hajj-Saison, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, geht der Prophet alayhi salatu immer zu den Zelten der Pilger. Insbesondere im Dhul-Hijjah, in Mina. Und redet mit denen. Und in dem 10. Jahr hat kein einziger Stamm den Islam angenommen. Kein einziger Stamm, keine einzige Person außer dieser Adas. Es gibt keinen einzigen Bericht von jemandem, der den Islam angenommen hat. Dann kommt das 11. Jahr. Im 11. Jahr gab es dann einige Einzelpersonen, die den Islam angenommen haben. Insgesamt 5. Wobei bei einer von diesen 5 umstritten ist, ob das in diesem 11. Jahr gewesen ist oder ob das noch früher gewesen ist in der Anfangszeit. Erstens, Suwayd ibn Samit. Das war ein Sha'ir, ein Poet aus Medina gewesen. Er hat den Koran gehört und den Islam sofort angenommen. Er wusste, das ist die Wahrheit. Er hat gesagt, er hat die Hikma von Luqman dabei. Der Prophet hat gesagt, das, was du hast, ist schön. Aber das, was ich habe, ist etwas Besseres. Hat ihm den Koran vorgelesen. Er hat sofort gemerkt, das kann nicht das Wort von einem Menschen sein. Hat den Islam auf der Stelle angenommen.
Zweite Person, Iyas ibn Mu'ath, ein Jugendlicher, ca. 13 Jahre alt, auch aus Medina, ist kurze Zeit später gestorben. Beide diese Personen, Suwayd ibn Salam und Iyas ibn Mu'ath, sind kurze Zeit später gestorben. Dann gab es einen Dimad al-Azdi. Er kam zum Propheten, er kam aus dem Jemen nach Mekka, hat gehört, da ist jemand, der ist Majnun, verzaubert. Und da wollte er Rukya beim Propheten machen. Und er kam zum Propheten, er wollte ihm helfen, er hat von ihm gehört, er hatte Mitleid gehabt mit ihm, wollte Rukya machen. Und der Prophet hat einige Worte mit ihm gewechselt und dann wusste er, das ist die Wahrheit und hat den Islam auf der Stelle angenommen. Diese Personen haben den Islam auf der Stelle angenommen, weil sie wussten, wie zum Beispiel der Sha'ir, der Poet, der war ein Spezialist im Poet, der Suwayd ibn Samit. Und dieser Dimad al-Asdi kannte sich aus mit Rukya. Deswegen wussten sie, die Worte, die der spricht, das ist die Wahrheit. So. Aber hier sieht man bei Dimad al-Asdi sieht man eine Sache. Was hat ihn zum Propheten a.s.w. gebracht? Die Medien. Die Medien der damaligen Zeit, die über ihn schlecht geredet haben, über den Propheten a.s.w. schlecht geredet haben, haben dazu geführt, dass Dimad al-Asdi zum Propheten a.s.w. gekommen ist. Und genau die Situation haben wir heute oft. Es wird etwas Schlechtes erzählt, die Leute gewinnen Interesse, und dann sagen sie, boah, es ist ganz anders, als ich gedacht habe. Das habe ich schon so häufig erlebt. Dass Leute das sagen, ich habe von dir jetzt beispielsweise das und das gehört, und dann habe ich mich selber informiert und habe ein ganz anderes Bild bekommen. Die nächste Person, Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail kam nach Mekka und er hat sich Baumwolle in die Ohren reingetan, weil sie ihm gesagt haben, der ist ein Zauberer. Also nicht, der ist verzaubert, sondern der ist ein Zauberer. Weil die haben ja immer alle möglichen Aussagen, die sie bringen, die Medien. Damals waren eben die Medien nicht Bild-Zeitung oder RTL, sondern die Medien waren die Leute, die auf den Marktplätzen in Schi'r, in Poesie ihren Quatsch erzählt haben. Ja? Was ist passiert? Yarhamukallah. Auf jeden Fall, was ist passiert? Er war dann so neugierig gewesen, und da hat er gesagt, ich will doch mal zuhören, hat zugehört und hat auf der Stelle wieder den Islam angehört, als er den Koran gehört hat. Er wusste, das kann nicht das Wort von einem Menschen sein, das muss das Wort Allahs sein. Dieser Tufail ibn Amr ad-Dawsi hat den Propheten zum einmal gesehen und ist dann zurückgeschickt worden zu seinem Stamm und sollte die aufrufen. Und dann haben 70 bis 80 Häuser den Islam angenommen von Daus. Unter ihnen die Familie von Abu Huraira. Unter ihnen Abu Huraira, radiallahu anhu. Was lernen wir daraus? Medien schaden nicht immer. Zweitens, du kannst mit wenig Wissen Dawa machen. Aber hier muss ich kurz halten. Du musst wissen, worüber du nicht reden sollst. Worüber sollst du nicht reden? Du sollst nicht über Sachen reden, von denen du keine Ahnung hast. Das ist wichtig. Deswegen, was ich Geschwistern immer sage in der Dawa, ich sage immer, du musst die wichtigste Frage beantworten können. Die Frage, die du nicht beantworten kannst. Wenn jemand zu dir kommt mit irgendeiner Sache, die du nicht kennst, dann sagst du einfach, ich bin kein Gelehrter, ich bin ein ganz normaler Muslim und ich darf über meine Religion nichts Falsches erzählen. Ich kann gerne ihre Telefonnummer nehmen und dann informiere ich mich bei jemandem, der mehr Wissen hat und dann gebe ich ihnen die Antwort. So bist du raus. Weil der Fehler, den viele machen, ist, sie wollen auf Sachen antworten oder antworten auf Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Und mit wem hat Tufail Dawa gemacht? Man muss dazu sagen, er hat noch durch die Dua des Propheten ein Zeichen bekommen von Licht, wodurch die Leute den Islam angenommen. Das muss man hier bei ihm dazu sagen. Aber er hat mit Leuten Dawa gemacht, nicht die irgendwelche Experten waren in Widerlegung des Islam. Ja? Weil heute haben wir es mit irgendwelchen Muslimen zu tun,
Die gehen in irgendwelche Foren, wo jemand ist, der hat 10 Jahre studiert, wie er die Muslime durcheinander bringt. Halt dich davon fern. Lerne erstmal die Grundlagen deiner eigenen Religion. Die nächste Person ist Abu Dha al-Rifari. Die fünfte Person. Und bei Abu Dha al-Rifari ist es etwas umstritten, ob er im 11. Jahr den Islam angenommen hat oder viel früher in der Anfangszeit. Weil einiges spricht dafür, dass er viel früher in der Anfangszeit den Islam angenommen hat. Weil er sehr geheim nach Mekka reingegangen ist und den Propheten a.s.w. gesucht hat, etc. etc. Aber so oder so, er hat den Propheten getroffen, hat den Islam angenommen. Der Prophet hat gesagt, er soll nichts sagen. Er soll die Sache für sich behalten und zu seinem Stamm zurückkehren. Aber Abu Dharr war eine Persönlichkeit. Ja, er hat gesagt, Wallahi, ich werde vor ihnen offen ausrufen. Und er ging direkt vor die Kaaba, hat sich dort hingestellt, hat gerufen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und die kamen alle an, haben ihn zusammengeschlagen. Bis einer kam und sagte, hey, seid vorsichtig, der ist von Rifa'. Der Stamm Rifa' war bekannt, dass das Räuber und Banditen waren. Das waren harte Leute gewesen, ja, sozusagen. Ja? Und er wurde zusammengeschlagen. Was hat er gemacht, der Abu Dharr? Der ist am nächsten Tag nochmal dahin gegangen und hat sich vor die Kaaba gestellt und gesagt, ich bezeuge, es gibt keinen, der Anbetungsort ist außer Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und die kamen wieder und haben ihn zusammengeschlagen. Und dann ist er endgültig dann nach Rifa' gegangen und der ganze Stamm von Rifa' hat den Islam angenommen. Und ich habe euch eben gesagt, ne, die waren bekannt als Räuber und Banditen sozusagen, die Wege unsicher gemacht haben. Also, dass es viele von denen gab, ja, so. Gefährliche Großfamilie sozusagen, ne? So, auf jeden Fall, ja, um das so, so ein bisschen bildlich darzustellen. So, und dann müsst ihr vorstellen, als der Prophet a.s.w. dann nach Medina kam und dadurch, dass die Islam annehmen, hat der Nachbarstamm Eslam auch den Islam angenommen. Das heißt, durch eine Person, die den Propheten 2-3 Mal getroffen hat, haben 2 komplette Stämme den Islam angenommen. Wie viel Wissen konnte der in den 2-3 Sitzungen haben? Nur wenig. Aber die Persönlichkeit, die der hatte, dieser Mut, diese Wirkung. Ihr könnt euch vorstellen, jemand, der so ist, Wallahi, ich gehe dahin und ich sage denen das mitten ins Gesicht. Der geht vor die Kaaba, wird zusammengeschlagen, am nächsten Tag kommt er nochmal hin und macht das nochmal. Und der hätte es wahrscheinlich noch 5-6 Mal gemacht und es hätte ihn nicht interessiert. Und so ist er auch zu seinem Stamm gegangen. Und dann, als der Prophet in Medina kam er dann und da kamen sie mit einer großen Menge von Menschen. Der Prophet sagt, sei Abu Dharr. Ja? Und da war das wirklich Abu Dharr und da wurden die Muslime nochmal gestärkt mit hier 2 Stämmen, Eslam und Rifa'. Rifa', all die starken, gefährlichen Leute sozusagen dabei. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, das war mit Einzelpersonen. Jetzt muss man wissen, dass der Prophet a.s.w. gerade in diesen Hadsch-Monaten sich darauf fixiert hat, Dawah zu machen mit Stämmen. Wir haben gesagt, im 10. Jahr hat es nicht funktioniert und im 11. Jahr hatte er das Ziel gehabt, nicht nur, dass der Stamm den Islam annimmt, sondern gleichzeitig ihm Schutz gewährt. Der Prophet a.s. hat gesehen, nach dem 10. Jahr, wie hieß das 10. Jahr auch? Amul Huzn, das Jahr der Trauer, sind in Mekka alle Wege versperrt. Okay? Das heißt, er braucht jetzt einen neuen Ort, von wo er die Dawah koordinieren kann. Und deswegen hat er nach einem neuen Ort gesucht. Genau wie er das mit Taif gemacht hat. Er ist vorher schon nach Taif gegangen, das haben wir schon erzählt, hat dort auch versucht, die Su'ama, die Führer von Taif, für sich zu gewinnen. So, jetzt. Er geht von Stamm zu Stamm. Von Stamm zu Stamm. Man muss hierbei sagen, es ist nicht gesichert, ob er jetzt alle Stämme in diesem Jahr abgeklappert hat oder ob er bei verschiedenen Stämmen vorher schon in den Jahren gewesen ist. Aber ich zähle euch hier mal einige Stämme auf. Banu Amir bin Sa'sa, Banu Muharib,
Ben Fizaza, Rassan, Murra, Hanif, Benu Hanif, Benu Sulaim, Benu Abs, Benu Nasr, Benu Baka, Benu Kinda, Benu Kelb, Benu Harith ibn Ka'b, Benu Uthra, Wal Hadarama. Also es sind insgesamt hier schon 15 Stämme, die aufgezählt werden. Und ich habe bei einem Gelehrten gehört, dass er von 26 Stämmen insgesamt geredet hat. Das heißt, er ging von Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm. Und bei einigen Stämmen sind Details auch bekannt, was also genau passiert ist. Zum Beispiel Benu Amir bin Sa'sa. Ja? Der Prophet a.s.w. Ach ja, genau. Was ich noch sagen wollte, was noch eine Besonderheit war. Die Besonderheit war bei dieser Dawa, dass er nicht mit Einzelpersonen direkt geredet hat, sondern direkt den ganzen, sondern versucht hat, mit den Führern das so zu machen, dass er direkt den ganzen Stamm einlädt und dass er Schutz von denen bekommt. Es ging nicht nur darum, dass sie den Islam annehmen, sondern er wollte gleichzeitig Schutz von denen bekommen und einen neuen Ort haben für die Dawa. Zweitens, es war alles geheim gewesen. Logischerweise, stell dir vor, die Quraysh, die Mushrikun der Quraysh hätten mitbekommen, der sucht Schutz vor ihnen. Das wäre eine offene Kriegserklärung gewesen. Deswegen ist er in der Nacht gegangen zu, und wir wissen das heute zum Beispiel in Mina, diese Zelte dort, so gab es damals auch natürlich andere Zelte, nicht wie heute mit Klimaanlage etc. Und das war natürlich viel einfacher und viel kleiner alles. Ja? Und er hatte Abu Bakr dabei. Manchmal Abu Bakr und Ali dabei. Aber warum hatte er unbedingt Abu Bakr dabei gehabt, wenn er zu den Stämmen gegangen ist? Weil Abu Bakr der Experte war in der Geschichte und in der Abstammung der arabischen Stämme. Das heißt, Abu Bakr wusste sofort, aha, das ist der Stamm XY, die haben diese und jene Geschichte. Deswegen war es für den Propheten a.s.w. sehr nützlich. Und wir sehen auch bei einigen Stämmen, dass Abu Bakr das Wort ergriffen hat, als mit den Stämmen gesprochen wurde. Auf jeden Fall, Benu Amir bin Sa'sa beispielsweise, ja, da kam der Prophet a.s.w. und sprach mit einem Führer namens Bayhara und stellte den Islam vor. Üblicherweise las er immer etwas vom Koran vor, so wird das hier wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja. Und dann sagte dieser Bayhara zu seinen Leuten, wenn ich diesen Jungen sozusagen, obwohl er gar nicht mehr so jung war, bekommen würde, für mich gewinnen würde, dann würden wir mit ihm wie Araber, die Araber aufessen, sozusagen besiegen. Das heißt, er hat sofort ein weltliches Ziel im Auge gehabt. So. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Prophet a.s.w. ist total unterdrückt in Mekka. Es ist eine extrem schwierige Situation. 3 Jahre lang wollen sie ihn töten und nur Abu Talib stand dazwischen. Praktisch. Und sie mussten sogar rausgehen und in einem Tal von Abu Talib, in einem kleinen, wie so ein kleines Tal von Abu Talib schlafen und ihn beschützen, weil sie ihn töten wollen. Und jetzt ist Abu Talib schon seit über einem Jahr tot. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation. Und jetzt sagt dieser Bayhara, okay, nehmen wir mal sinngemäß, wir helfen dir und du setzt dich durch mit deiner Sache. Kriegen wir dann danach die Herrschaft, wenn du tot bist? Die Führungsgewalt, kriegen wir die dann danach? Das heißt, danach, ob wir die danach kriegen, nach dir, hier kommt nicht genau raus für mich, ob er damit meint, nachdem der Prophet gestorben ist und nachdem sie den Sieg bekommen haben. Ja? Das heißt, die haben schon weltliche Ziele im Kopf. Was sagt der Prophet a.s.w.? Guck mal, er ist wirklich so unter Druck und er braucht unbedingt jemanden, der ihm hilft. Was sagt der Prophet? Er sagt, Al-amru ila Allah yada'u haythu yasha. Die Befehlsgewalt gebührt Allah. Und er gibt sie, wem er will. Das ist nicht mein Recht, dir das zu geben. Was lernen wir daraus? Und das ist sehr, sehr wichtig für die meisten Muslime in der heutigen Zeit. Keine faulen Kompromisse auf Kosten
der Religion eingehen. Wie viele Moscheegemeinden, wie viele Verbände gibt es, die sobald der Mächtige ihnen etwas gibt und sagt, guck mal, wenn ihr das und das macht und euch da und dafür einsetzt, dann geben wir euch das und das und das auf Kosten der Religion. Das auf Kosten der Religion, was wir schon alles im Internet, was wir schon alles gehört haben. Ja? Im Fernsehen, dass beispielsweise ein Funktionär von einem großen Islamverband sagt, Schwimmen ist gar kein Problem für die Mädchen, ich würde sogar meine eigene Tochter zum Schwimmunterricht bringen. Beispielsweise. Ja? Oder dass man beispielsweise sich nicht, dass man beispielsweise einen Mohammad Khurshide, der staatlich geprüfte Islamfälscher, in die eigene Moschee einlädt und dort einen Vortrag machen lässt und ihn damit fördert. Obwohl diese Person die Hölle in seinem Buch leugnet und den größten Kuffer verbreitet und der Professor ist, der die Lehrer ausbildet für die Schulen, um Islamunterricht den Kindern beizubringen. Und so viele Sachen, wo faule Kompromisse geschlossen werden mit irgendwelchen Politikern. Der Prophet, obwohl es hier indirekt um Leben und Tod geht, sagt ihm klipp und klar, nein, Al-Amru ilallah yada'u haythu yasha. Die Führung, Amr, der Befehl gebührt Allah, er gibt ihm, wem er will. So, das dazu. Dann kam es zu einer Sitzung mit Banu Shayban. Banu Shayban ist ein Stamm auf der arabischen Halbinsel, Nordosten auf der arabischen Halbinsel Richtung Irak. Von Banu Shayban ist beispielsweise auch Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, einer der ganz großen Schüler von Abu Hanifa, rahimahumullah. Und vom Stamm Shayban ist auch Ahmed ibn Hanbal. Und sie haben sich dorthin gesetzt, Abu Bakr hat das Wort ergriffen. Er sagte vorher zum Propheten, diese Leute haben Stärke und Erfahrung. Nach dem Motto, er wollte die motivieren. Wenn wir die gewinnen, boah, Banu Shayban in der Nähe vom Irak, das sind richtig Leute, die wir gut gebrauchen können. Ja, also das ist ein Wahnsinnsstamm sozusagen. Ja? Und Abu Bakr fing an, mit denen zu reden. Abu Bakr fing die an, so ein bisschen auf eine nette Art und Weise zu provozieren. Ja? Kefel adadu fikum, wie viele Leute habt ihr? Ja, wie viele Kämpfer sozusagen? Er sagt, die 1000. Und dann hat Abu Bakr so sinngemäß, ja, 1000 ist nur eine Zahl oder ist das richtig? Und dann fing er an zu reden. Ja, Mafruk hieß der geredet hat als erstes. Oh, wir sind so und so und bei der Leka, also wenn es im Krieg kommt, dann sind wir stark und so weiter und so fort. So, aber die wussten schon ungefähr, worum es ging. Und dann ging es zum Gespräch. Die haben zuerst gedacht, Abu Bakr wäre der, also aus dem Gespräch versteht man, dass sie zuerst gedacht haben, Abu Bakr wäre eventuell der Prophet. Ja? Und dann ging es los. Der Prophet, alaihi salatu wasalam, stellte ihnen den Islam vor, ja, und las ihnen einige Verse aus dem Koran vor. Und das ist sehr interessant, welchen Vers der Prophet a.s.w. genau vorgelesen hat. Okay? Ich lese euch das einfach mal nur auf Deutsch vor, ja? Weil sie wollten von ihm wissen, womit er gekommen ist. Und der Prophet a.s.w. sagte, sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen, also kein Schirk machen, die größte Sünde, und zu den Eltern gütig sein. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut, wir versorgen euch und auch sie. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, also Unzucht, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit, wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht.
Also auch wenn es um Verwandten geht, du musst gerecht sein, wenn du das Wort gibst. Ja? Und haltet euren Bund gegenüber Allah. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr bedenken möget. So. Das ist das. Von all den Versen, wir sind ja noch in der mekkanischen Phase. Das meiste vom Koran ist in der mekkanischen Phase, das ist die Ende der mekkanischen Phase. Es sind so viele Verse offenbart worden, aber das sind genau die Verse, die der Prophet a.s.w. ihnen vorgelesen hat. Woraus bestehen diese Verse? Diese Verse bestehen aus Regeln, Verboten. Sagt, kommt her, ich will euch verlesen, was Allah euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen, zu den Eltern gütig sein, eure Kinder nicht töten, ja? Und sollt keine Abscheulichkeiten begehen, ihr sollt die Seele nicht töten, ja? Und so, und dann geht's weiter, ihr sollt das, den Besitz des Waisenkindes. Regel, Verbote, aber die haben auch mit Makarimul Akhlaq, mit dem guten Benehmen und dem guten Anstand zu tun. Ja? Das sind alles Regeln, die vernünftig sind. Ich meine sowieso, alle Regeln sind vernünftig im Koran, selbstverständlich. Aber es gibt halt einige Regeln, die vielleicht nicht direkt für jeden sofort nachvollziehbar sind auf den ersten Blick, aber diese Sachen sind alle sofort nachvollziehbar. Was lernen wir dadurch? Vor einigen Jahren, ja, als beispielsweise das Lease-Projekt gab, ja, und ich will nicht über bestimmte Inhalte vom Lease-Projekt selber reden. Ich will nur über die Tatsache reden, dass der Koran verteilt wurde. Okay? Wenn ich etwas kritisiere, muss ich es richtig kritisieren. Da gab es dann einige, die meinten, man solle den Koran nicht geben, weil der Prophet a.s. Mu'ath ibn Jabal in den Jemen geschickt hat und er hat die erstmal zur Shahada aufgerufen. Er hat gesagt, du kommst zu einem Volk von Ahl Kitab. Das erste, wozu du aufrufen sollst, ist die Shahada, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wenn sie dir daran folgen, dann sollst du sie zum Gebet aufrufen. Wenn sie dir daran folgen, dann zum Zakat. Und wenn sie, ja? So. Und wir haben gesagt, hier, dann, aber im Koran gibt es viele Regeln. Erstmal, Punkt Nummer 1. Wenn wir in einer Sache in der Religion argumentieren, picken wir uns nicht einen Hadith raus und lassen andere Hadithe aus. Oder picken uns ein Ayat raus und lassen andere Ayats raus. Nummer 1. Ja? So. Hier haben wir, dass der Prophet a.s. extra einen Vers aufzählt, wo es um Regeln geht. Zweitens, wir müssen wissen, mit wem wir reden. Der Prophet a.s. hat diese Leute in den Jemen geschickt. Wann war das? Kurz vor seinem Tod gewesen, wo die Leute sowieso schon von ihm gehört haben. So. Wir haben es, und er hat nicht gesagt, du darfst dir nicht den ganzen Koran vorlesen. An vielen Stellen in der Sira gibt es andere Stellen, wo er Leute anders da aber machen lassen hat. Zu Mu'adh ibn Jabal beispielsweise, also zu dem kommen wir gleich, hat er nicht gesagt, das erste, wozu du sie aufrufen sollst, soll das und das sein. Aber was wir davon lernen ist, ja, nicht, dass ich jemanden, es ist ein Unterschied, ob ich jemanden informiere über die Religion oder ob ich jemanden zu etwas aufrufe. Der Prophet a.s. informiert sie hier über die Religion. Er sagt nicht hier, ja, du musst 5 am Tag beten, du sollst nicht töten, sondern er informiert sie hier über die Religion. Diese Leute wussten, was auf sie zukommt, und der Mann, der in Deutschland den Islam annehmen will, der möchte sich erstmal über die Religion informieren. Und wenn du ihm den Koran gibst, dann sagt er, ah, die haben nichts zu verstecken, kann ich einfach selber mal nachlesen. Und wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die durch das Lesen des Korans den Islam angenommen haben. Und große Gelehrte wie beispielsweise Ibn Baz, Rahimullah, haben die Erlaubnis damals gegeben, dass man im ersten Golfkrieg Korane verteilt unter den amerikanischen Soldaten. Und das erzählt der Bilal Phillips, Dr. Bilal Phillips. Und da haben insgesamt 5000 amerikanische Soldaten in Saudi-Arabien den Islam angenommen, durch das Lesen des Korans. Bilal Phillips erzählt diese Geschichte und sagt, wir haben denen den Koran gegeben, kam eine Woche später, auf einmal wollten die den Islam annehmen. Deswegen, man soll bitte nicht immer versuchen, nur weil jemand anders etwas macht,
irgendetwas an den Haaren herbeizuziehen und etwas aus einem Hadith herauslesen, was dort nicht steht. In dem Hadith von Mu'ath ibn Jabal steht nicht, du darfst ihn nicht über die Verbote und Gebote im Islam aufklären. Es steht dort, rufe sie zuerst zu Shahada auf. So. Das macht der Prophet, er ruft sie zu Shahada auf und jetzt informiert er sie über die Religion. So. Das wollte ich erstmal kurz gesagt und das lernen wir erstmal daraus. Was war das Ende davon? Die waren begeistert. Banu Shayban war begeistert davon. Aber was sagten sie? Sie sagten, das, womit du gekommen bist, ist gut, aber es ist nicht vernünftig für uns. Wir haben hinter uns auch noch Leute. Also, das heißt, hinter uns steht ein ganzer Stamm. Es ist nicht vernünftig für uns, dass wir nach einer Sitzung, ohne großartig darüber nachzudenken, sofort den Islam annehmen, sinngemäß. Wir müssen das erstmal mit anderen Leuten besprechen. Daraufhin sagte der Prophet, ihr wart sozusagen, ihr habt die Wahrheit gesprochen und wart fair gewesen. Ja, also mit, das war halt ein Stamm, mit dem man sich gut unterhalten konnte. Und dann sprach jemand, der heißt Al-Muthanna ibn Haritha. Ist eine sehr, der hat später den Islam angenommen und ist einer der Führungspersönlichkeiten gewesen, die Persien erobert haben. Al-Muthanna ibn Haritha sagte dann zum Propheten, zum sinngemäß, dass der Prophet verstanden hat, weil er wollte ja Schutz von denen haben, dass sie sozusagen zwischen zwei Gewässeransammlungen sind. Zwischen den Arabern und den Persern. Und er sagte ihm mit anderen Worten, wir können dir gegen die Araber helfen, aber nicht gegen die Perser. Die Perser waren damals eine Weltmacht. Dr. Raghib Sirjani sagt, ist ein muslimischer Historiker, Spezialist für Geschichte, er sagt, dass die Sassaniden, so nennt man die Perser der damaligen Zeit, 2 Millionen Soldaten hatten. Das war damals die Weltmacht, die Byzantiner oder die Römer und die Perser. 2 Millionen Soldaten. Die Muslime hatten zu dieser Zeit circa schätzungsweise 300, 400 Anhänger. Einige waren in Habascha, in Abessinien, einige waren in Mekka, einige waren in Medina. Und hier vereinzelt da und da jemand, der hier und da den Islam angenommen hat. Circa 300, 400 Leute. Jetzt sagt der von dem bekannten Stamm, den Propheten, sinngemäß durch die Blume, ja, wir können euch helfen gegen die Araber, aber nicht gegen die Perser. Mit den Persern gab es bis dahin noch überhaupt gar keinen Konflikt. Normalerweise müsste er, normalerweise, unser einer würde sagen, wo sind die Perser, wo sind wir? 2 Millionen gegen 400, das ist eine ganz andere Welt. Da musst du dir mal vorstellen. Da sagte der Prophet a.s. etwas sehr, sehr Wichtiges. Inna hadha din oder inna din Allah len yansurahu illa man ahatahu min jami'i jawanibi. Diese Religion kann nur helfen, wer sie von allen Seiten umfasst. Das heißt, er geht keinen Kompromiss mit denen ein. Der sagt nicht zu denen, ja okay, ja gut, pass auf, dann machen wir es so, guck mal, gib mir die Hand, ihr helft mir gegen die Araber, dann komme ich zu euch und mit den Persern, das machen wir anders. Und die wussten schon, dass diese, und das haben sie auch selber gesagt, die von Banu Shayban, dass das, womit er gekommen ist, etwas ist, was die Muluk, die Führer, die Könige nicht mögen. Ja? Warum? Weil die Souveränität, die Herrschaftsgewalt ist hier für wen? Nicht für den König. Die Herrschaftsgewalt ist nicht mehr, der Mensch herrscht über den Menschen, sondern Gott herrscht über den Menschen. Und da haben die ein Problem mit. Bis heute. Deswegen die Geschichte, die am meisten im Koran erwähnt wird, ist welche Geschichte? Von Musa a.s. Warum? Weil Musa es mit einem Führer zu tun hat. Und wir dadurch, weil Allah wusste, wir werden es immer mit solchen Problemen zu tun haben oder häufig mit solchen Problemen in der Geschichte zu tun haben, damit wir daraus Lehren ziehen. Er lässt sich auf keinen Kompromiss ein. Und dann sagt er etwas, der Prophet, er gibt ihm sinngemäß mit, sagt, was lässt dich wissen? Er gibt ihm praktisch eine frohe Botschaft, dass ihr nicht bald von den Persern die Länder bekommt, die Häuser, ihr Vermögen bekommt, ja? Und ihre Frauen bekommt.
Er gibt ihnen die frohe Botschaft, mehr oder weniger, wir werden die Perser erobern. Die sind 300, 400 Leute und die Perser sind 2 Millionen Soldaten. Die einen sind eine Weltmacht, die anderen sind unterdrückt in Mekka. Was ist das für ein Selbstbewusstsein? Und das hat der Prophet alaihi salatu wasalam von Anfang an den Sahabern mitgegeben. Von Anfang an hat er ihnen mitgegeben, ja? Und deswegen haben sich die Quraysh, die Mushrikun der Quraysh, die Götzen, die sich manchmal lustig gemacht haben, gesagt, Ulaika mulukul ard, das sind die Herrscher der Welt. Aber das ist die Vision, die man haben muss. Guck mal, ich gebe immer die Beispiele mit Sport. Als kleines Beispiel. Über wie viele Leute wurden sich lustig gemacht? Vor kurzem habe ich schon einen Vortrag gemacht über Robert Lewandowski, wo der Mannschaftsarzt ihn aussortiert hat, gesagt hat, der ist zu dünn, kannst du nicht vergessen. Hahaha, so nach diesem Motto. Heute vielleicht Weltfußballer des Jahres. So. Nur als kleines Beispiel. Nur als Beispiel, wenn durch Sunnatullah, durch die Gesetzmäßigkeiten, die Allah erschaffen hat, jemand durch Anstrengung etwas schaffen kann, was unmöglich aussieht oder was ganz schwer aussieht, wie ist es dann erst mit jemandem, der etwas für Allah macht? So, jetzt die Frage. Stellt euch vor, zur damaligen Zeit, genau an diesem Tag, im 11. Jahr, Dhul-Hijjah, 11. Jahr nach der Entsendung, hätte jemand gesagt, diese Leute, diese Muslime, die werden irgendwann die Sassaniden, die Perser erobern. Wann? Wie lange denkst du, dauert das? Da würde man sagen, die 300, 400, echt, die werden irgendwann erobern, echt? Keine Ahnung, vielleicht 100 Jahre, vielleicht 1000 Jahre, vielleicht 10.000 Jahre. Ich meine, die sind ja gerade mal 300, 400, die anderen sind ja eine Weltmacht. 2 Millionen Soldaten, die haben mehr Soldaten als die Schafe, Kühe, Kamele und alles zusammen und Regenwürmer oder was weiß ich. Keine Ahnung. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? 15 Jahre ungefähr. 15 Jahre, ungefähr 15 Jahre nach diesem Treffen, klopfen die Muslime an der Tür der Perser. Und wer war ganz vorne in der ersten Reihe dabei? Al-Muthanna ibn Haritha. Diese Person, von der ich eben geredet habe. Und zu ihm wurde auch gesagt von einem Sahabi, wenn der Prophet alaihi salat nicht gesehen hatte, er würde dich lieben. Er ist kein Sahabi, weil er hat den Propheten zwar gesehen zu Lebzeiten, aber er ist Muslim geworden und hat den Propheten später und hat den Propheten dann nicht mehr zu Lebzeiten getroffen. Ja? Ein Sahabi ist jemand, der den Propheten alaihi salat als Gläubiger zu Lebzeiten trifft. Nicht im Traum, nicht vor dem Islam, sondern als Gläubiger zu Lebzeiten. Das dazu, das ist die Geschichte von Banu Shayban. Jetzt gehen sie weiter. Jetzt gehen sie weiter. Und sie kommen zu 6 Personen aus Medina. Medina hat 2 arabische Stämme und 3 jüdische Stämme. Die arabischen Stämme heißen Al-Aus wal Khazraj. Und diese 6 Personen waren von den Khazraj. As'ad ibn Zurara und Leute, dieser Name, As'ad ibn Zurara, ist ein ganz, ganz wichtiger Name. Kennt fast keiner leider. Wir kennen mehr Fußballspieler. As'ad ibn Zurara, Jabir ibn Abdullah, ja, Auf ibn al-Harith, Rafi ibn Malik, Qutba ibn Amir und Utba ibn Amir. Diese 6 Personen. Der Prophet a.s. kommt zu ihnen hin und stellt ihnen den Islam vor, sagt, ah, von Khazraj seid ihr? Von den Verbündeten der Juden? Die sagen, ja, okay. Der Prophet a.s. stellt den Islam vor und die nehmen sofort den Islam an. Die haben sich nochmal beraten, so geht das aus dem Kontext hervor, und haben den Islam sofort angenommen. 6 Leute. Und durch diese 6 Leute hat sich die Tür nach Medina geöffnet. Und dann ging die Tür nach Medina ganz auf und dann kam es zur Hijra und dann kam es zum ersten islamischen Staat, circa 2 Jahre später.
circa 2 Jahre später. Noch nicht mal. Oder sogar weniger als 2 Jahre später. Überleg mal. Durch diese 6 Leute indirekt. Was passierte? Sie nahmen den Islam an. Aber jetzt die Frage, warum nahmen sie den Islam direkt an? Bei den anderen fiel das so schwer. Hier ist mal eine Frage. Guck mal, der Prophet ist zu so vielen Stämmen gegangen. Ich habe gesagt, wir haben 15 hier aufgezählt. Und ich habe gesagt, ich habe von einem Gelehrten gehört, dass das weit über 20 Stämme waren, zu denen er war, von denen jetzt hier nicht berichtet wurde. Und guck dir das an. Alle haben ihn abgelehnt. Aber was ist dann passiert? Dann kam ein Stamm, hat sie angenommen. Ist der Prophet gescheitert vorher? Nein. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Viele von uns sind so, wenn sie keinen Erfolg haben, im Sinne, dass jemand ihnen glaubt oder den Glauben annimmt, dann schmeißen sie sofort die Flinte ins Korn. Hören auf. Ach ja, ich kann das nicht, ich habe keine Weisheit. Der Prophet wurde abgelehnt. Nuh alayhi salam hat 59 Jahre Dauer gemacht und kaum einer hat den Islam angenommen. Der Prophet alayhi salatu salam berichtet in einem Hadith, dass er am jüngsten Tag die Propheten sieht, nur kommt ein Prophet, der hat nur eine Gruppe von 9 bis zu 9 Personen bei sich. Und ein Prophet, der hat 2 Leute bei sich. Und ein Prophet kommt, der hat einen einzigen bei sich. Und ein Prophet kommt, der hat keinen einzigen bei sich. Keinen einzigen. Ihr müsst euch vorstellen, hat vielleicht ein Prophet, alayhi salam, vielleicht Jahrzehnte Dauer gemacht und kein einziger hat an ihn geglaubt und geht mit ihm ins Paradies. War der Prophet schlecht? Natürlich nicht, er ist ein Prophet. Die Propheten sind die besten Menschen. Die Menschen waren schlecht, die er aufgerufen hat, nicht seine Dauermethode. Er hatte Wahi, Offenbarung von Allah gehabt. So. Und der Prophet a.s. hatte auch diese Probleme gehabt. Aber warum gibt es diese Probleme? Warum? Weil wir auf die Probe gestellt werden. Machen wir weiter. Und dann gibt es die Dawa-Kaputtquatscher. Ja, wir haben immer mit Dummschwätzern in der Dawa zu tun. Ja? Die sind zu allem in der Lage, aber zu nichts fähig. Nein, man muss das so machen, man muss das so machen, man muss das so machen. Ich frage dann immer einfach, Entschuldigung, weil wir machen ja alles falsch, wie viele haben bei dir Islam angenommen? Was hast du, welche Referenzen hast du eigentlich? Weil du kannst alles korrigieren, ich meine, da muss ja irgendwas vorliegen sein, dass ich mir ein Beispiel an dir nehmen kann. Weil es gibt manche Leute, die müssen unbedingt irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen, irgendeinen Fehler finden. Ja? Und wenn sie keinen Fehler finden, erfinden sie einen. Und das ist sehr, sehr schädlich, weil wir haben es leider mit sehr vielen Leuten zu tun, die sehr naiv sind. Sehr naiv. Sobald einer irgendwas sagt, haben wir es mit vielen Leuten zu tun, die direkt durcheinander sind. Irgendein Islamhasser oder angeblicher Ex-Muslim kommt und erzählt irgendwas. Und dann denke ich, ja, der hat das und das gesagt. Der hat gesagt, im Koran steht, die Erde ist ein Lineal und schwimmt durch das Wasser. Das widerspricht doch der modernen Naturwissenschaft. Der hat das und das gesagt. Hier habe ich ein Buch von einem hier dabei, als Beispiel. Pass auf. Ich bin gerade den Abschuss am... argumentativen Abschluss am Vorbereiten. Es ist immer so schön, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die so offensichtlich lügen, weißt du? Weil es ist ja ganz einfach, dann zu zeigen, dass er lügt. Wenn einer zum Beispiel einen Koranvers absichtlich entstellt übersetzt. Guck mal, du kannst ja etwas falsch übersetzen und du kannst ja etwas komplett entgegengesetzt übersetzen. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, Kulhu Allahu Ahad, sprich, er Allah ist ein Einziger. Und andere übersetzt beispielsweise einzigartig. Aber wenn du dann schreibst, er Allah ist 5 Personen in einem oder Trinität, da hast du absichtlich gelogen, weil das ist etwas, was absolut nicht dort steht. Ja? Was dort falsch ist. Und hier hast du zum Beispiel mit Leuten zu tun, die einfach irgendeinen Quatsch
reinschreiben. Ja. Hier sagt zum Beispiel, Allah sagt im Koran, in Sure 3, Vers 7, sagt er, Huwa alladhi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamat. Er ist derjenige, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Zu diesem Buch gehören Aya muhkamat. Festgelegte, festgesetzte, eindeutige Verse. Was übersetzt hier unser Islam-Spezialist? Er übersetzt statt muhkamat, muddilat. Irreführende Verse. Und dann baut er, dann schreibt er zwei Seiten, ja, hier, Koran, irreführende Verse. Das heißt, du lügst erstmal und die Lüge benutzt du dann um Islam. Aber wir haben es dann mit irgendwelchen naiven Jugendlichen zu tun. Hey, der hat ja, warum steht denn im Koran irreführend? Ja, schlag mal eine Übersetzung auf. Hol dir von mir die Übersetzung von irgendeinem Nicht-Muslim aus dem Büchershop. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben es mit vielen naiven Leuten zu tun. Sobald einer irgendetwas erzählt, weil sie selber die Religion nicht richtig gelernt haben, sind sie sofort durcheinander. Lern erstmal richtig die Religion. Auf jeden Fall, diese Personen, diese sechs Leute, nehmen den Islam an. Warum haben sie den Islam sofort angenommen? Was waren die Gründe? Erstens, es gab einen Krieg, Harbu'ath, und sie wollten, dass der Prophet, alayhi salatu salam, Harmonie wieder nach Medina bringt. Nummer eins. Das heißt, das war etwas, was sie mit dazu motiviert hat. Das andere war, die Juden haben ihn immer gedroht, dass ein Prophet auftreten wird in dieser Zeit. Und wenn der kommt, werden sie zusammen mit dem Propheten, alaihissalatu wassalam, die Araber töten. Sure 2, Vers 89. Als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigt zu den Juden, also die Juden hat das auch erreicht, das bestätigen, was ihnen bereits vorlag. Also es geht jetzt um die Juden in Medina, ja? Was ihnen bereits vorlag. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen. Das heißt, indem sie um die Entsendung des ihnen ihren Schriften verkündeten neuen Propheten flehten. Ja? Also die flehten, dass dieser Prophet kommt und haben denen schon damit gedroht. Wenn der kommt, machen wir euch mit dem platt. Deswegen wussten die schon, da kommt ein Prophet. Dann haben die gesagt, wir folgen denen, bevor die Juden dem folgen. Wir nehmen den Glauben an dem von vorher an. Ja. Als nun zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Das heißt, die Khazraj, denen damit gedroht wurde, die glaubten an ihn und sie glaubten nicht an ihn. So. Jetzt eine Sache. Die Araber der damaligen Zeit unterteilten sich, und das habe ich in der Sira-Serie schon erzählt, in zwei große Gruppen. Adnaniyun und Qahtaniyun. Adnaniyun sind die Nachfahren von Ismail. Ismail, der von Ibrahim in Mekka ausgesetzt wurde. Und Qahtaniyun, ja, ist die andere große Gruppe. Wir sehen, dass diese unter diesen Familien es oft Stress gibt. Ja? Sogar wenn die Zweige der Familie eng aneinander sind. Die Khazraj sind von Qahtaniyun. Von einem ganz weit entfernten Stamm sozusagen, der mit den Quraysh, sagen wir mal, nur gar nicht eng verwandt sein kann. Aber sie sind diejenigen, die den Islam annehmen. Nicht die Leute aus Taif, nicht die Leute aus Mekka, natürlich einige aus Mekka, aber ich rede jetzt von dem Großteil der damaligen, der Großteil hat zu dieser Zeit ja noch den Propheten abgelehnt in Mekka. Was lehrt uns das wieder? Der Sieg, die Hilfe kommt oft von dort, von wo du es nicht erwartest. Und wann kommt der Sieg meistens? Dann, wenn das Wasser bis hier steht. Jetzt kommt die Hilfe. Was passiert? Der Prophet, alayhi salatu wassalam, ja, schickt diese Leute zurück nach Medina. Und sie machen dort Dawah. Sie haben ihn einmal gesehen. Im nächsten Jahr kommen 12 Leute zurück. 12 Leute. Und sie machen eine Bay'ah, einen sozusagen einen Treueschwur zum Propheten, alayhi salatu wassalam, der folgenden Inhalt hat. So. Erstens. Ta'alau bayi'uni ala alla tushriku billahi shay'a. Geht mit den Treueschwur, dass ihr niemandem Allah
dass ihr Allah niemandem beigesellt, keinen Schirk begeht. Wala tasriku, und dass ihr nicht stehlt. Wala taznu, und dass ihr keine Sina begeht. Wala taqtulu awladakum, und dass ihr eure Kinder nicht tötet. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum. Und dass ihr nicht mit einer Verleugnung zwischen euren Händen und zwischen euren Füßen kommt, also dass ihr etwas erfindet. Wala ta'suni fi ma'ruf, und dass ihr mir im Guten nicht ungehorsam seid. Bleiben wir kurz hier stehen. Hier sehen wir wieder dasselbe Schema. Sachen, die zu Makarimul Akhlaq führen. Und noch etwas anderes. Er baut eine neue Gesellschaft auf. Diese Gesellschaft muss auf solchen Regeln basieren. Kein Diebstahl, kein Betrug, kein Töten, kein Mord, etc. Keine Unzucht. Denn das ist etwas, was viele gar nicht so richtig realisieren. Die Unzucht zum Beispiel in Deutschland. Zu wie vielen Problemen führt das? Familiäre Probleme, Mord, Totschlag etc. Nicht nur in Deutschland, ja, nicht, dass jemand falsch wird, aber allgemein. Das ist so wie, ach ja, ist ja gar nicht so schlimm, Hauptsache wir haben Spaß. So wird das oft vermittelt. Dabei ist es etwas, was die Gesellschaften vernichtet und vernichtet hat in der Vergangenheit. Aber da wir in einer Welt leben, wo das Ziel darin besteht, sich selbst zu verwirklichen, so viel, weil man eigentlich unglücklich ist, so viel Spaß wie möglich. Ich lebe von A bis B. Ich muss so viele Glücksmomente wie möglich in dieser Zeit haben. Denkt man nicht weitsichtig. Und die meisten Fehler, die Menschen machen, ist, wenn sie kurzfristig denken und nicht weitsichtig denken. So. Und dass ihr mir nicht im Guten ungehorsam seid. Jetzt könnte jemand fragen, gibt es etwas, wo der Prophet nicht Gutes befiehlt? Nein, aber hier gibt er schon eine Regel bekannt. Wenn wir sogar dem Propheten a.s. dann nicht gehorsam sein, wenn er etwas Falsches, wenn er etwas Ungehorsames befehlen würde, was er nicht macht, wie ist es dann erst mit Leuten in der heutigen Zeit? Jetzt geht's weiter. فَمَنْ وَفَّ مِنْكُمْ فَأَجْرُوا عَلَى اللَّهِ. Wer sich daran hält, sein Lohn ist bei Allah. Ganz wichtig, er sagt hier nicht, dann kriegt ihr einen Palast, dann kriegt ihr dies, kriegt ihr das. Der Lohn ist bei Allah. Das ist ein Fehler, den viele machen. Damals, als ich in Ägypten gewesen bin, ja, da fingen die Ikhwan Muslimin an, den Leuten zu erzählen. Ja, wir machen dies und das und es wird so und so und so. Und da ist damals ein schlimmer Fehler passiert. Ja, da hat der Mohammed Morsi gesagt, in einem Jahr werden wir das und das und das gemacht haben. Da habe ich zu den Brüdern damals gesagt, das ist ein großer Fehler. Wieso? Ja, aber der muss denen doch was sagen, ansonsten sind die Leute unzufrieden. Sag ich, wenn er das in einem Jahr nicht schafft, werden sie ihm die Pistole auf den Brust hängen und sagen, hey, du hast ja gelogen. Das heißt, wir müssen immer daran denken, das Hauptziel, wozu wir aufrufen, ist was? Al-Jannah. Und das ist der Unterschied von den Khazraj hier zu wem? Zu Banu Amir bin Sa'sa. Wer kriegt danach die Führungsgewalt? Die wollen Dunya, die wollen Akhira. Fa'ajru ala Allah. Wa man asaba min dhalika shay'in fa'uqiba bihi fi dunya fahuwa lahu kafara. Und wer davon etwas macht und er wird in der Dunya bestraft, das heißt, der stiehlt, dem wird die Hand abgeschlagen, er macht Zina, er kriegt Peitschenhiebe. Was ist dann? Dann ist das für eine Tilgung der Sünden in der Dunya. Er kriegt also keine Bestrafung mehr im Jenseits. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَسَتَرُوا اللَّهِ فَأَمْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَكَبَهُ وَإِنْ شَاءَعَفَ عَنْهُ. Und wer davon etwas macht, ja, und Allah verdeckt diese Sünde, also keiner kriegt das mit, ja, so ist die Angelegenheit gegenüber Allah. Wenn er will, wird er ihm verzeihen. Wenn er will, wird er ihn bestrafen. Guck mal, wie tief der Iman vieler Leute damals war. Eine Frau hat sich bestrafen lassen, töten lassen, für eine Sünde, die sie begangen hat, die Todesstrafe über sich ergehen lassen, weil sie sicher gehen wollte, dass sie nicht im Jenseits bestraft wird. Denn der Prophet sagte, ganz wichtig.
Jetzt, diese 12 haben diese Bay'a gemacht und sind zurückgekehrt nach Medina. Wen hat der Prophet dazu mitgeschickt? Mus'ab ibn Umair. Warum Mus'ab ibn Umair? Welchen Grund? Und hier müsst ihr sehen, wie strategisch der Prophet denkt. Erstens, Mus'ab ibn Umair konnte alles, was bis dahin vom Koran offenbart wurde, auswendig. Und er hatte viel Wissen in der Religion. Das heißt, er war die perfekte Person, um diese Aufgabe zu erfüllen. Die Dawah dort zu machen. Mit wem wird Dawah gemacht? Dawah hat eigentlich 4 verschiedene Gruppen. Erstens, Dawah mit Nicht-Muslimen. Zweitens, Dawah mit Muslimen, die wenig Wissen haben. Was natürlich hier der Fall ist. Die haben ja noch nicht viel lernen können. Drittens, Dawah mit Ahlul Bidah. Das gab es damals noch nicht. Das heißt, das nennt man Dawah tut Tasih. Korrigierende Dawah. Viertens, Dawah mit Dawah Ta'limiyah. Das heißt, Muslime, die schon dabei sind, das heißt, die tiefgründiger zu unterrichten. So. Seine Aufgabe war, mit Nicht-Muslimen, Muslime, die wenig Wissen haben, und diese Dawah tut Ta'sis, diese Grundlagen zu legen, weil er Wissen hatte. Jetzt kommt wieder jemand und sagt, ja, ihr wollt alle Dawah machen, der Prophet hat Mus'ab ibn Umair nach Medina geschickt. Aber ja, stimmt. Natürlich ist es bevorzugt, dass jemand macht, Dawah macht, der viel Wissen hat. Vor allem, wenn er die Leute unterrichtet. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mit wenig Wissen Dawah machen kann. Sheikh Uthaymin, rahimullah. Und das, der Beweis dafür ist ja, dass die Khazraj, warum nimmst du den einen Beweis, aber den anderen Beweis, dass er die Khazraj geschickt hat, nachdem sie ihn einmal gesehen haben, den nimmst du nicht. Warum pickst du dir genau die Sachen raus, die dir in den Kram passen? So. Sheikh Uthaymin, rahimullah, wurde gefragt nach jemandem, wie jemand Dawah macht, der wenig Wissen hat. Da sagt er, er soll Dawah machen zu dem, was er weiß. Der Prophet a.s.w. sagte, Belliru ani walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Dann wurde er gefragt, wie macht jemand Dawah, der kein Wissen hat, also noch weniger. Dann sagt er, der kann Kassetten verteilen oder Broschüren, aber der soll vorher jemanden, der Wissen hat, fragen, ob alles korrekt ist, was in diesen Broschüren vorkommt. Das als Beispiel. Dann, also Wissen. Die zweite Sache ist, er war 35 Jahre alt, Mus'ab. Das heißt, er war weder zu alt, um sich dort zu bewegen, weil wenn er jetzt 80 Jahre alt gewesen wäre, kurz vor seinem Zerbrechlich, wie will er dort von Haus zu Haus gehen? Er ist wirklich von Haus zu Haus gegangen. Seine anstrengende Aufgabe. Und er ist nicht zu jung, um gar nicht respektiert zu werden. Drittens, Mus'ab gehörte zu den Reichen und hat durch den Islam alles verloren. Dadurch erkennt man sofort, der Islam ist keine Rebellion der Armen gegen die Reichen. Und dadurch, dass er den Reichtum aufgegeben hat für den Islam, ist bei ihm nicht zu erwarten, dass er da in Medina in Fitna gerät, aufgrund von mangelndem Essen, mangelndem Reichtum etc. Die vierte Sache ist, Mus'ab ibn Umair hat schon eine Hijra nach Habascha, nach Abyssinien hinter sich und ist zurückgekehrt. Das heißt, er hatte Erfahrung. Hieran sieht man, wie strategisch der Prophet a.s.w. denkt und handelt. So, was war seine Aufgabe? Wie gesagt, Dawah mit Nicht-Muslimen und mit Muslimen und die Lage zu studieren. Wie gesagt, wir haben hier sicherlich viele Lehren rausgewonnen. Möge Allah uns Segen geben in dieser Arbeit. Und nützliches Wissen dadurch. Qulu qawli hadha wa astaghfiru laha li wa lakum wa li sa'il muslimin. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amsat ma'ali an-nasr min kalimati li adubba 'an 'ird ar-rasul bidati. Ahmi ar-rasul bima malaktu munafihan bish-shi'ri aktubuhu 'ala al-waraqati. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساقعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات.